Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir entscheiden heute über das Recht der Abschlussprüfer. Es geht um die Frage, wie werden die großen Unternehmen, Banken und Versicherungen durch Wirtschaftsprüfer kontrolliert? Das ist keine triviale und keine leicht zu nehmende Frage, sondern es geht im Kern um über 1000 Unternehmen und um die Frage, wie testieren Wirtschaftsprüfer diese Unternehmen und stellen damit eine wichtige Währung sicher, nämlich Vertrauen in unsere Wirtschaftsordnung. Und dieses Vertrauen ist in der Tat in Teilbereichen erschüttert worden. Darüber brauchen wir nicht debattieren. Gerade im Bereich der Bank- und Finanzwirtschaft sind Fälle zutage getreten, wo Wirtschaftsprüfer nicht ordentlich prüfen konnten oder wollten. Und deswegen hat die Europäische Union mit dem Grünbuch einen Prozess eingeleitet, das Recht der Abschlussprüfer zu reformieren und hat durch eine Richtlinie den Mitgliedstaaten die Möglichkeit gegeben, eigenständige rechtliche Regelungen zu schaffen. Und diese rechtlichen Regelungen treffen wir heute und ich meine, wir treffen sie gut. Zum einen wird Vertrauen in die Branchenkenntnis, in die Frage, wie kenne ich das zu prüfende Unternehmen, einerseits gesichert und andererseits wird durch Rotation und durch Wechsel des Abschlussprüfers sichergestellt, dass keine Betriebsblindheit entsteht. Und deswegen sind nach 10 Jahren bei Banken und Versicherungen zwingend, bei anderen Unternehmen nach 20 Jahren die Wirtschafts- und Abschlussprüfer zu wechseln. Das bedeutet aber nicht, dass ein Wechsel vor der Zeit nicht möglich ist. Der Aufsichtsrat und sogar schon Minderheitsgesellschafter können jederzeit einen Wechsel der Abschlussprüfer erzwingen. Das ist gelebte Subsidiarität. Der Staat sollte den Unternehmer nicht per se vorschreiben, wann er zu wechseln hat. Das ist unternehmerische Entscheidung. Wir geben eine Maximalgrenze vor und ich glaube, die ist gut gewählt. Ich möchte auch erwähnen, dass wir mit diesem Gesetz auch nach wie vor eine besondere Regelung für unsere kleineren Banken, für Sparkassen und Genossenschaftsbanken beibehalten. Diese bekommen nämlich die Möglichkeit, dass sie durch ihre eigenen Verbände geprüft werden. Und wer gerade festgestellt hat, dass sich in der Finanzkrise Sparkassen und Genossenschaftsbanken eher mustergültig verhalten haben, der stellt fest, dass sich dieses System bewährt hat und deswegen diese Prüfung durch die Genossenschafts- und Sparkassenprüfungsverbände ein System ist, das wir zu Recht beibehalten. Ich will aber nicht verhehlen, dass zwei Probleme bleiben. Zum einen das Problem, dass wir im Bereich der großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften durch die Marktmacht von insgesamt 4 großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften tatsächlich ein Oligopol haben. Und überall dort, wo Marktmacht entsteht, muss Marktmacht begrenzt werden. Das ist gar keine Frage. Aber das richtige Instrument zur Bekämpfung von Marktmacht ist nicht allein das HGB, das nur das Wiederprüfung regelt, sondern ist das Kartellrecht. Und deswegen muss das Kartellrecht überall dort, wo Marktkonzentrationen nicht mehr rechtmäßig sind, auch angewandt werden. Das ist die viel bessere Möglichkeit, gegen Marktmacht in diesem Bereich vorzugehen. Der zweite Aspekt betrifft in der Tat die Struktur der großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Es beinhaltet ein gewisses systemisches Risiko, wenn auf der einen Seite innerhalb der gleichen Gesellschaft geprüft wird und auf der anderen Seite Steuerberatungs-, Wirtschaftsberatende und rechtsberatende Leistungen vorgenommen werden. Wir können aber mit diesem Gesetz heute diese Struktur von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nicht ändern, weil wir dazu eine Europa-, vielleicht sogar eine weltweite Regelung bräuchten.
Das sind Themen, die die OECD und die EU regeln muss. Wir müssen uns auch überlegen, ob es tatsächlich mit dem Eigentumsgrundrecht und mit der unternehmerischen Freiheit in Einklang zu bringen ist, dass wir Gesellschaften ins Detail vorschreiben, wie sie sich aufzustellen haben. Das ist ein Prozess, über den wir noch zu reden haben. Aber dass wir aggressive Steuervermeidungsstrategien ausblenden und damit nicht zulassen, dass Unternehmen, die steuervermeidende Tätigkeiten beraten, dann auch das Unternehmen prüfen, ist, glaube ich, ein wichtiger Fortschritt. Deswegen kann ich Ihnen heute empfehlen, diesem guten Gesetz zuzustimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen.